Und apropos Ziele, Zieler, wir haben es gerade gesehen. Sie haben den Torwart gebracht, das war eine schöne Parallele zu Bayern München, Kraft für Butt. Es war auch eine Parallele zu Ihrem früheren Verein, Neuer damals für Rost. Diesmal hatte es eine, wie ich fand, Extranote, weil ja mit Florian Frommlowitz ein Mann zwischen den Pfosten stand, der ganz schwer gekämpft hat, um sich von dem schweren Schatten von Robert Enke zu befreien, der es endlich geschafft hatte. Und dann holen sie ihn raus. Das muss einen trefflichen Grund gehabt haben. Und es hatte auch eine Parallele, dass sie es nämlich sehr spontan gemacht haben und auch die Mannschaftsführung nicht informiert haben. Ja, das alles stimmt. Das ist auch eine besondere Situation, eine besonders schwere Situation für mich gewesen. Gerade natürlich die Situation in der Woche bei Bayern München, der Wechsel zu Kraft, hätte mich fast davon abgehalten. War die gleiche Woche. Es gab viel Diskussion. Die Bayern hatten das frühzeitig bekannt gegeben. Louis van Gaal hatte das ja auch gesagt auf der Pressekonferenz. Ich habe mich da immer sehr zurückgehalten und wäre dann auch fast nochmal umgefallen. Ich hatte aber den Eindruck, dass der Ron sich so super entwickelt hat in dieser Trainingslagerzeit und dass der Florian vielleicht ein Stückchen sich hat hängen lassen, aber er hat in der Saison eigentlich immer gute Spiele gehabt und er hat keinen eklatanten Fehler gemacht, sodass ich sage, es lag jetzt an Florian, aber der Ron kam einfach nach und die Situation im Trainingslager hat sich so entwickelt, dass sie gesagt hat, ich möchte diesen Schritt wagen. Und das ist immer ein schwerer Schritt, eine Nummer 1 rauszunehmen. Im Falle Florian Frommlowitz ganz besonders, weil ich ihn auch sehr schätzen gelernt habe in dieser Situation rund um Robert Enke, wie er sich dort verhalten hat und wie auch der Mannschaft geholfen hat. Und er ist ein wunderbarer Typ, ein sehr impulsiver Mensch, ein emotionaler Mensch, der, glaube ich, auch im Tor bei jeder anderen Mannschaft wieder Nummer 1 werden.